Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Es war einmal ein Mensch, der wurde in das Jenseits entrückt und durfte einen Blick nehmen auf die Hölle und den Himmel. Und da kam er zunächst in einen großen Saal und in der Mitte dieses Saales stand ein großer Suppentopf und der duftete herrlich durch den ganzen Raum hindurch. Trotzdem war der ganze Raum bevölkert mit Menschen, die er kannte aus seiner Nachbarschaft, aus seiner Schule. Und die waren alle ganz hungrig, schon ganz hohlwangig und die Augen lagen tief in den Höhlen, obwohl ein riesiger Topf Suppe in der Mitte war. Für diesen Topf gab es aber nur schwere, gusseiserne, riesige Löffel mit einem langen, eisernen Stiel. Und der Löffel war so schwer, dass man ihn kaum anheben konnte. Und einige von denen, die ein bisschen stärker noch waren, die haben den Löffel aber so irgendwie hochgekriegt und haben dann versucht, Suppe rauszuschöpfen, konnten das dann aber nicht mehr halten und haben die heiße Suppe anderen ins Gesicht geschüttet, aus Versehen, dass sie verbrannt sind. Und sie selber kamen doch nicht zum Essen. Und der Jenseitsführer, der den Menschen begleitete, sagte: Mein Lieber, das ist die Hölle. Und dann führte er ihn weiter zu einem anderen Raum. Und auch in diesem Raum waren wieder viele Menschen, die er kannte. Aber in diesem Raum war es so, auch hier war wieder ein großer Suppentopf in der Mitte. Die Suppe duftete gut. Und wieder waren nur diese schweren gusseisernen Löffel mit den langen Stielen, um die Suppe zu bekommen. Aber alle Menschen waren satt und zufrieden in diesem Raum und summten glücklich vor sich hin. Und als er näher hinschaute, sah er, wie sich jeweils zwei oder mehr zusammentaten und dann mit vereinten Kräften den Löffel anhoben, ihn vorsichtig mit der Suppe aus dem Suppentopf heraus holten und dann zunächst nur einem etwas zu essen gaben. Und wenn dieser eine satt geworden war mit Suppe, dann wechselten sie die Plätze und er beteiligte sich dann an der Arbeit, die Suppe zu schöpfen, und ein anderer wurde satt. So dauerte es zwar länger, aber am Ende waren alle satt. Und das, sagte der Jenseitsführer, ist der Himmel. Und mit dieser Geschichte möchte ich euch gerne ein bisschen zum Nachdenken bringen und möchte euch von ganzem Herzen in diesem Sinne den Himmel auf Erden wünschen. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft. Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.